Ah, nein. Yeah, Benjamin! Was? Den hat den First Try. Ja, das ist Skill! Ehrlich? What the fuck? Hallo, ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Action. Heute zusammen mit zwei fantastischen Jungs, dem Deko. Und dem Dena! Hallo, mein lieben Junge! Und der Bus hält für King, Junge, Dena an, Leute. Bus, so der auf Downtown geht. Heute ich habe 10.000 gewettet. Ich sehe gerade zum ersten Mal, steht ja, wie viel Geld man hat. Ich habe jetzt noch 800.078. Also achso, ich habe noch 1,8 Millionen. Oh shit, ich hatte auch mal 2 Millionen. Hast du wie gewettet? Du bist spielesüchtig, mein Lieber. Ich bin spielesüchtig, geht ja, auf jeden Fall. Ich wette immer. Aber ich meine, in letzter Zeit habe ich auch ab und zu gewonnen. Bloß als ich das letzte Mal gewonnen hatte, Level Asian, natürlich auf dem Falschen gesetzt. Wer von euch ist bitte nicht bereit? Ich bin bereit, aber das Ding ist, eine Neuerung möchte ich erzählen. Und zwar, viele fragen sich, hey, wo ist der gute alte Pro-Bosser? Wo ist der Mabosser, der beste Kumpel der Runde? Er hat sich am Wochenende genau vor seinem Geburtstag, also konnte er seinen Geburtstag auch nicht feiern, erkältet. Und... ja, kann seitdem nicht mehr reden. Wir wissen auch nicht, ob er die nächsten Folgen dabei sein wird. Da wir jetzt auch für die Longboard-Tour vorproduzieren. Das ist irgendwie so eine Neuerung. So eine Neuerung, dass er jetzt halt, dass er jetzt nie wieder reden kann. Huch, wo geht's runter? Nein, es ist falsch, oder? Nee, nee, wir müssen. Nein, ist richtig, oder? Nee, ist falsch. Es ist hier ein Panto-Asian-Parcours von einem jungen Mann namens der Dreckige. Nein, ich war also keine Sorge, auf jeden Fall, Probosser wird wieder kommen, aber er muss sich erstmal ein bisschen kurieren, Leute. Das ist jetzt so auch mal das Wichtigste. Und eigentlich hat er sich auch nicht erkältet, er hat nur vom Ziegenmann den Schlong zu tief reinbekommen. Das glaube ich auch, er meinte, dass er erkältet wurde, aber ich glaube auch, da steckt irgendwie was anderes hinter. Ah, Deko ist schon drin, oder was? Nee, aber ich habe jetzt gefunden, wo wir hin müssen. Ja, hier einfach das Ding runter. Sag's mir doch! Alles klar! Mann, alles klar! Genau! Yo! Wir fallen! Mann! Jo, genau, Panto ist nicht mal kaputt gegangen. Versuche ich von der falschen Seite hinzukommen oder was? Du musst einfach diesen grünen Container runter. Ja, gut, ich fahr jetzt von unten hoch. Es kann durchaus sein, dass wir die ein oder andere Map doppelt spielen, weil sonst hat der Pro Bosser die Maps mal rausgesucht. Jetzt habe ich das kurzerhand übernommen. Ich habe ein paar geile Maps für euch rausgesucht. Also geile Sachen erwarten euch, aber. Ja, ey, sehen. So, weiter geht's. Hä? Kevin schon da ganz vorne? Ja, klar. Na klar. Daddy ist vorne. Nix, na klar. Alter, wie du bist denn da so seitlich auf einmal gefahren? GG. Yo. Also, meine Action. Bam! Meine Action hat mich zwar vor dem C4 gerettet, aber den Punkt habe ich nicht bekommen. Ja. Du hast den Punkt nicht gekriegt! Hey, yo, die normalen Autos sind auch alle die Schanze hier gefahren. Nice, die Autos fahren auch alle die Schanze. Nice, Alter, ist das geil. Nick auf mich. Ey, die letzten drei zusammen! Es ist wieder ein richtiger Zuckerparcours. Das ist jetzt noch viel mehr so, weißt du, weil jetzt sind wir zu dritt so. Und dann müssen die letzten beiden immer zusammenhalten gegen den einen ersten. Das macht voll Sinn. Das ist eigentlich eine gute Sache. Oh, okay. That makes so much sense. Wie er einfach war, obwohl ich schon zur Seite fahre, ne? Da warst du aber hier gefährlich. Da hast du gefährlich gelebt. Da muss ich dir sagen, da war nicht so fliegen. Was? Dena! Hey! Yo! Oh, nee! Harris! Wo bin ich? Dena ist in die komplett falsche Richtung. Ich glaube, Dena ist falsch Oh, fuck. Fahr! Was, wie soll man da hochkommen? Lol. Was? Yo! Als ob! Wie soll man da überhaupt hinkommen? Warte. Was? Hier so. Ich glaube, du respawn? Gib Gas, kleiner schwarzer Panto! Lol. Ach, Deko hat jetzt ein. Yo! Nein! Selbst mit Turbo komme ich da nicht rüber. Das war, du musst dich da richtig geil platzieren. Du musst dich hier unten hinstellen und dann. Ah! Yo! Ah, warte, komm ich da jetzt? Ah! Ja! Alter, man sieht überhaupt nichts wegen dem Gebüsch. Ey! Ja, du bist doch richtig. Ey, ich muss da durch, Jungs! Yo! Nein! Zum zweiten Mal! Nein! Ach so, ich hab den Punkt ja schon, ich muss auch noch hier hoch, okay. Da freut sich der Deko. Ey! Alter! Ey, ich wollte mich gerade reindrehen! Das war aber nochmal sehr knapp, Jungs. Ich bin doch schon hier bereit, wenn du mich lässt. Na, lass mich drehen! Ey! Jeff! Zur Seite! Ja, dann! Die letzten müssen zusammenhalten! Aber ja, du hast mich zuerst weggedrängt. Nein! Und zum dritten Mal, ich fahr einfach nicht schmuf genug, wirklich.
Du musst auf jeden Fall schon sehr smooth fahren, hochzukommen. Ist wirklich so, Alter. Drittes Mal bin ich oben. Alles easy. Ich fahr zum ersten Mal hoch. Erstes Mal werde ich hochgelassen direkt. Smoothie Movie. Oh fuck, doch nicht. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Mann, ich wusste nicht, dass sowas noch da kommt. Nein. Da oben. Nein, 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 nein. Mann. Du bleibst hier stehen. Nein, und schon wieder sehr nicht. Sehr nice. Moon Chart Shows. Ich schaff es. Ich schaff es nicht. Einfach hey, wie nur. Kommt man da erstmal rüber? Ja, ja, du musst ja, hier ja, links ja, rumfahren, ja. Weil da sind ja. Nice. Ganz nice. Gestrüpp. Hallo, Deko. Deko, mach das hier. Was ist los? Fahr doch, Kev, fahr doch. Will ich, aber ich muss mir nach hinten zurücksetzen. So, warte mal, wie war das jetzt hier? Ja, nein. Genau. So fährst richtig, Dena. Fahr hoch, fahr hoch, fahr hoch. Oh, okay. Oh, man schafft das sogar ohne Speed sich gerade. Nice. Sehr nice, sehr nice. Dieser war Deko, das Ding ja auch richtig. Guck mal, sehr schön. Guckt euch das an und jetzt jump davor. Huh. Nein, nein, nein. Würde sagen, oh, ich dachte langsam. Ein würdiger Loser. Alter. Und der Loser Deko ist der Erste oder was? Und gewinn das hier einfach mal, ne? Ich bin oben daneben Scheiße, gesprungen. Mein einziges Ziel ist, vor Kev zu sein. Okay, komm schon. Das scheiß Gestrüpp, warum ist dieses scheiß Gestrüpp da? Welchen Sinn erfüllt dieses Gestrüpp, außer einen zu nerven? Lol. Wer ist exakt immer noch? Das, Dena, exakt das. Kev? Das finde ich scheiße. Gestrüpp ist. Ja, Kacke. Wir sind da immer noch. Ich sag doch, ich bin da oben sogar dran vorbeigesprungen. Seriously? Ich bin jetzt aber oben. Falle ich hab's beim allerersten Mal praktisch geschafft und jetzt diese Scheiße. Deko hat bestimmt oben eine Falle platziert und wartet Alter, schon seit. Alter, ich bin doch schon seit 7 Jahren nicht mehr da. Warte schon seit 5 Minuten, ob jemand von uns kommt. Ja, du musst dich einfach nur hier chillig hinstellen. So. Komm schon. Ja, das ist nicht das Problem. Das ist jetzt nur, jetzt ist die Ungeduld das Problem, weißt du? Was, er überrundet uns bereits? Ja, es gibt Runden? Ich glaube, es gibt 2 Runden, oder? Fuck! Ich würde sagen, ich bin hier First Try hochgekommen. Ah! Nein! Ich will ja nicht sagen, dass ihr schlecht seid, ne? Aber wir sind halt wirklich schlecht. Also ich hatte das hier echt eigentlich beim ersten Mal geschafft, als er draufkam. Aber wir jetzt... Wir sind halt wirklich schlecht. Aber er jetzt sagt das einfach so. Verkacke ich wirklich ja nur noch so richtig dumm. Da muss man sich auch mal an die eigene Nase fassen, so. Ich weiß nicht, was hier auf einmal bei mir schief läuft. Also ich passe lieber an den Schlong. Ah, ich bin jetzt in der 2. Runde. Das macht mehr Sinn. Generell ein cooles Ding. Haben wir 2 oder 3 Runden? Es sind 2, glaube ich. Aber ist der Deko gleich im Ziel? Also das bin ich absolut Problem. Also muss ich sagen. Oder bin ich mehr zufrieden? Komm schon, das ist aber eine coole Idee, finde ich generell mit dem Panto so ein bisschen. Lol, der ist unten gespawnt. Nein! Oh, nein. Lol. Gib Gas, Panto! Oh ja, genau. Come on, jetzt komm ich nicht rüber. Genau. Ich bin stehen geblieben an so einer Ecke und komm noch nicht mehr drüber, weil der Panto kein Gas gibt. Hab ich jetzt den aber. Punkt eingesammelt? Der Ziegenmann gibt mir Kraft, Muchachos. Er steht hinter mir und er wacht über mich. Ist Dena da immer noch? Ja, ich bin. Nee, ich bin. Jetzt komme ich gleich, glaube ich, langsam in die 2. Runde. Ich hab den Punkt geschafft. Hätte ich jetzt noch Attacke gemacht? Nope. Vielleicht der einzige Runde ist Deko und der einzige jetzt und Ziel ist noch Deko. Erster. Nice. Deko Scheiße, und Kev so weit vor mir. Kaum Kacke, ist mal Bossa Kacke, nicht Kacke. Da, kann Deko richtig durchstarten. Wo muss ich hier hin? Ich werde jetzt auch eben noch mal kurz was an den Teamspeak-Einstellungen ändern. Dena übersteuert mir ein bisschen. Yo! So. Bam! Aufs Dach gelandet. Geiles Deutsch. Aufs Dach gelandet. Und runter. Komm. Komm schon. Jo. So, der gute alte Panther, jetzt machst du es richtig. First try. Oh, komm mit dem Punkt rein. Jawohl. So, wir sind jetzt am Start. Am Stissel. Und. Gib Gas, Kleiner. Was macht der Kev? Ja, Kev, hast du den Punkt schon jetzt zum zweiten Mal geschafft, den da blöden? Warte, ich bin da gerade dabei, deswegen. Wir gucken mal Kev zu, was er da macht, oder? Yo! Wahrscheinlich ohne. Epic Jump. Ohne dass er jetzt Druck hat, schafft er es natürlich beim ersten Mal. Also, ich hab's geschafft, so ist es tatsächlich. Das ist ja auch kein schwerer Punkt gewesen. Das war nur Verzweiflung. Genau das ist mir auch passiert. Aber wieso? So richtig random. Weil das Mann, ist eine Mann. Eigentlich so eine coole Map, aber es ist jetzt richtig unbefriedigend, dass ich jetzt auf dem letzten Platz entscheide, Leute. Das muss ich auf jeden Fall in der 2. Map, muss ich das nochmal besser machen, sondern da kackt echt, wäre das mir nicht vorbei. So, ja, schieß mich doch hier in der Luft ab. Es ist ja wohl, ich glaube, es hat. Ich dachte, vielleicht ist es ja, vielleicht da hätte der es Rocket Launcher kommen müssen. Ich will jetzt Captain nicht auf dumme Ideen bringen, aber. Ah, shit. Die kommt einfach nicht. Er wirft wie so ein Mädchen. Ey, kannst du mal vielleicht ein bisschen weiterwerfen? So. Ja, ich sehe dich, Kev. Genau. Oh. Ah,
Alter, die ist aber smooth platziert, ja, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob das reicht. Warte, ich mach jetzt mit Anschwung. Oh, hat sogar nicht geklappt. Ich kann ja gar nicht runter. Er kann sich einfach nicht konzentrieren, wenn ich hier bin. Nein, ich kann was die ganze Zeit ab und versuchen, da wieder hochzukommen. Mann. Alter, wie hat er da in der Luft eine platziert? Meine Güte. Was macht denn der Dena jetzt hier? Okay, ich verzieh mich jetzt, das wird nämlich sonst langsam echt fies. Das war schon die ganze Zeit fies. Den letzten hier noch wegzusprengen. Nicht mal von der Position, wo du irgendwas hätte machen können, weil selbst wenn ich dich treffe, spawnst du da oben neu. Aber das Gute ist, es hat Spaß gemacht. Ja. Auf meine Kosten halt. Passt doch, Herr von der Laden. Nicht da gut. Da sind wir da oben. Ja, guck mal, jetzt bist du direkt hinter mir. Genau, sogar noch. Direkt hinter dir. Warum kann ich nicht fahren? Drop it. Hey, da ist eine unsichtbare Wand. Was ist das? Bam. Das Bauteil ist so gemacht. Aber es ist echt cool eigentlich gemacht hier, finde ich. Nein. Da hinten fliegt der Dena. Ja, genau. Wieder. Das ist fahr so ein Scheißpunkt. Fahr doch ins Ziel. Du kannst den Speed nicht zünden eigentlich an der Stelle. Man kann wohl den Speed nicht zünden, nach da, wo du gerade bist. Oder wo du gerade runtergeflogen bist. Ja, weil okay. Du, wenn du rechts fährst, um nicht runterzufallen, dann fährst du in so eine unsichtbare Ecke. Ah, okay. So, wo ist der Dena? Alter, wenn du mich jetzt nochmal wegspringst, Alter. He's coming home. He's coming. Dinner's coming home. Eigenen Wagen, den brauche ich nicht mehr. 3, 2, 1, Schuss. Boah! Nein! Da gibt er aber Gummi. Da gibt er aber Gummi. Ich mal den Punkt bekommen, das war useless. Mist. Nein, du musst schon da lang. Komm schon. Dena, ich warte auf dich. Lass mich in Ruhe, Kev. Ah, er fällt so seitlich. Boah, ich hab's überlebt, Alter. Ich bin ohne nichts passiert dabei. Komm schon, Dena, ich will dich sehen. Du willst mich sehen? Ja, ich schieß auch nicht. Sicher, dass du nicht schießt? Vielleicht. Und woher kann ich wissen, Kev, dass du nicht schießt? Vertrau der Macht. Welcher Macht denn bitte? Die Macht ist stark in dir. Das ich will nicht sagen, aber ich glaube, das. Wie er da einfach steht und mich snipen will, ne? Hossi, du bist doch nicht gestorben! Weil du nicht gestorben hast, langsam reicht es. Hä? Langsam reicht. Wo ist die Granate hingefallen, Kev? Wo ist die explodiert? Die ist völlig über mich geflogen, die hat mich nur ansatzweise berührt. Warum? Und Peter fährt zu weit, oder? Nein, ich komm rein. Das war ein Stunt-Move. Oh. Mann! Hä? Das war auch der Zielpunkt. Ach so, da unten ist der Zielpunkt. Ich dachte, das war schon das Ziel. Nein. Zack. Doch noch ja, da war aber hier noch drin. Hi, Leute. Das war ein häufiger Einstieg. Hat aber Spaß gemacht. Und eine Sekunde geht's weiter mit der zweiten Map heute. Also bis gleich. Da reise ich noch was, Leute. So, ihr Lieben, das sind wir bei der zweiten Map. Nochmal ein bisschen Spannung und Action. Eine Giant Warrior mit einem Flip, so wie ich das gesehen habe. Und vergesst nicht natürlich, das habe ich vergessen zu sagen, damit der Mabossa schnell gesund wird, einfach mal Hashtag gute Besserung, Mabossa. Wir vermissen dich. Mit den zwei oder in einem großen Hashtag. Wenn ihr da sitzt, dann macht einfach mal so wie ich jetzt gerade die Flunky Fingers, Magic Fingers. Das kritzelt den Mabossa ein bisschen an den Klöten und dann wird er auch schneller gesund. Das mach ich nicht. Ich glaube, wir fallen hier gerade, kann das sein? Ja, doch. Was? Geht schon los? Oh Gott, was geht los? Wie geil ist das denn? Wow, das ist echt ein mega nicer Start, Alter. Ich hab Turbostart gehabt und komplett unter Kontrolle geraten. Yo. Aber erster Place. Wie langsam ich bin. Alter. Ich komm gar nicht vorbei. Okay, jetzt müssen wir ranklotzen. Alter, das ist aber auch wieder so ein Skillrennen hier, ne? Ja, das wird ein richtig cooles Ding. Hier sind, das ist ein Punkt-zu-Punkt-GTA, das heißt, einmal durch hat man es geschafft. Boah, er hat mich gerade voll gedreht und trotzdem bin ich vor euch, weil es einfach Skill ist, Jungs, Skilly! Weil der Junge, guck dir das an, der legt sich immer unter mich, Alter, der mag das. Der legt sich. Und jetzt? Mag die Körper, wenn er gibt. Okay, ich lass dich in Ruhe, wir sind die beiden Letzten. Wir müssen immer auf den ersten konzentrieren. Ja, versuchen wir noch einzuholen. Arbeite doch zusammen, ich schaff's eh nicht. Jetzt fahr ich nämlich hier easy peasy im Zielfahrt hier. Dann darf ich mir auch ganz verdienen. Ehrlich? Ach shit, das ist ja ein Wallride oder was auch immer das hier ist. Du kriegst gleich. Das so hab ich ganz vergessen. Du kriegst schon ein Stück vom Deko ab. Ey, du kriegst gleich ein Stück meiner Patronen ab, ich sag dir das. Oho, das sieht aber geil. Oh jetzt geht's los. Der ist richtig sexy. Ich hab schon. Fuck, die Ausfahrt hier. Ah nein. Was? Den hat den First Try. Ja, das ist Skill. Ehrlich? What the?
Lever, Alter, ich komm nicht mal an die scheiß Wand ran. Alter, nicey. Ihr habt doch gesagt, Leute, ein bisschen Skill muss man natürlich haben, ja, und das kann natürlich auch nicht jeder haben, deswegen, ihr seht's euch, ich seh's euch nach. Ich hab den Flip nicht gekriegt. Ja, das aber war doch easy peasy alles, gar kein Problem. Junge, Junge, was mit Dena los? Ich sage, kaum ist der Mabossa nicht da. Da hat der Ziegenmann die Kräfte von Mabossa auf Dena übertragen. Ja, und vor allem das Wichtigste ist, du, ich habe ein bisschen Wut im Bauch nach dem Kack-Panto-Rennen gerade. Erster! Oh, nice! Ich muss sagen, der ist nicht so schwer, wie ich befürchtet habe. Er ist auch nicht so schwer, ich habe ihn jetzt auch geschafft, aber wow! Der war super einfach. No, no, lol. Ich war Kack auch noch wieder vom Alter, shit. Komm, leg dich richtig hin. Und ich glaube, Kev schafft es. Ich glaube, ich schaffe es. Kev ist auf jeden Fall vor Deko und Deko. Du musst nicht nochmal fahren, ne? Du bist schon unten. Was war das für ein knappes Ding? Hätte ich gar nicht gedacht. Aber dass der so nach vorne prescht, Dena, was ist mit dir los? Normalerweise ist also, der Flips gerade nicht. Ja, was? Also ich guck mir. Also, so GG, einfach ist der Warhammer also. Nicht, aber man muss ein Pro sein, so wie ich, dann ist kein Problem. Ein Pro wie du. Das heißt nicht Pro-Bosser, sondern Pro. Van der Laden. Ja, Pro Dena, ne? Pro Van der Laden. Oh, bist du hoch, zu hoch, das sehe ich ja, dass das nichts werden kann, du. Ich weiß nicht, was da los ist. Darf ich reinfahren, Deko, oder? Bitte? Ja, ja. Dann machen wir noch gar eine. Habe ich halt gar keine Map. Ja, komm her. Was komm. Ist denn das für ein scheiß Fick? Also, du kannst hier, Alter. Ganz ehrlich. Und ich prügel mich mit diesem Honk hier. Was ist das für ein Penner hier? Hast du gesehen, wie er mich angeguckt hat? Die Müsli, ey, jetzt muss ich auch mal ernst machen. Zieh die Brille ab, noch eine Brille. Ah, jetzt erst ernst, Alter, davor war kein Herz. Was macht der denn? Bam. Vor der Kirche. Oh, ey, das, Beweise vernichten. Mach einfach so eine, wie nennt sich das, Todesrolle, so eine Krokodilrolle hier. Einfach schön gerade aufbauen. Weißt du, das ist halt nicht so leicht, weil das nur ein sehr, sehr schmaler Wallride ist. Hat das geschafft jetzt endlich, oder? Der ist nicht mal schmal. Hat das geschafft, oder? Ja, relativ schmal. Also nee, hat das jetzt nicht geschafft. Deko, ich bin jetzt enttäuscht. Jetzt bleib aber gerade hier, was ist da los? Deko, ich bin sehr enttäuscht von ihm. Oh, ja, ich bin auch sehr enttäuscht. Oh Gott, der ist aber ordentlich am Wackeln da. Ey. Guckt, du musst ganz das. Unten sein beim Switch. Ich war doch ganz unten. Er ist aber gegen die Flipstange gegengefahren. Na, warst du halt oben. Ja, ich hab gesehen, dass da was ist, wo ich Dena, guck mal bei mir zu, Dena. Dena, guck mal bei mir zu. Ja, okay. Ganz im Ernst, was ist das für ein Bullshit? Sollen wir mir zeigen, wie das geht? Dreh ich mich so krass. Warte, ich guck einmal noch. Hier. Schau mal bei mir, ich bin hinter ihm. Warte, jetzt kann er schaffen, Ich mach's ein zweites Mal. Er kann schaffen. Er geht drauf. Oh, und jetzt unten! Das war nicht unten. Oh, Kev auch nicht. Ich krieg diesen Flip einfach nicht richtig. Es ist, Leute. Es ist aber nicht möglich. Das ist frei oder gar nicht, ne? Ganz ehrlich. Das ist lang zu langsam. Ich hab mir das angeguckt, das kann ich mir nicht weiter angucken. Ja, ich kann auch nicht. Hab ich ein bisschen Herzschmerzen und Kopfschmerzen bekommen, als ich mir das angeguckt habe, muss ich sagen. Du. Komm schon, du kriegst das jetzt hin. Na, da ist er rauf. Ich glaube, der Deko braucht ein bisschen Druck und wenn da mal Bossa fehlt. Okay, er braucht keinen Druck. Er ist Hopfen und Weiz verloren. Da geht gar nichts mehr. Ich glaube, Pro Bossa hat immer bei Warworld beide Losers gesteuert, glaube ich. Und jetzt, wo er fehlt, da kann ich ja gar nichts mehr am Start. Jetzt hätte er es auch geschafft. Jetzt hätte ich es geschafft. Wahrscheinlich, Leute. Also das war Platz eine. Und was für ein erster Platz, Leute. Mit 1,41 habe ich euch gezeigt, wie es geht, wollte ich sagen. Ja, mir fällt auch kein anständiges Wort mit geführt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute, das war eine krasse Folge. Die erste ohne Pro-Bosser. Wenn euch das dennoch gefallen hat, könnt ihr den Daumen umzeigen. Vergesst nicht den Hashtag, damit Marvin schnell gesund wird. Und wir sehen uns in 3 Tagen wieder mit Dena bei der nächsten Map. Also bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gewonnen endlich wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis in 3 Tagen und macht's gut. Ciao.